Täler von unberührter Schönheit. Majestätische Vulkane. Es ist keine Übertreibung. Dies ist eines der letzten unberührten Naturparadiese der Welt. Kamtschatka, am östlichsten Rand von Russland. Heimat von über 15.000 Braunbären und den größten Wildlachsbeständen der Erde. Eine Laune der Geschichte hat diese wilde Schönheit bewahrt. Das andere Gesicht von Kamtschatka. Armut und verlassene Dörfer. Lenins Erben isolierten die Halbinsel im Kalten Krieg. Sie war militärisches Sperrgebiet, für Ausländer verboten. Und nur wenige Russen durften hier leben. Die Folge: Kamtschatka war immer abhängig vom Geld aus Moskau. Die grassierende Armut ist ein Resultat des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in ganz Russland. Und genau das bedroht jetzt die Naturwunder Kamtschatkas. Die Flüsse sind Kamtschatkas größter Reichtum. Wilderei der einzige Weg, dem sozialen Elend zu entkommen. Die einzigartigen Wildlachse mit ihrem kostbaren Kaviar sind es, hinter denen die Menschen her sind. Tausende Lachse werden täglich abgeschlachtet. Der Kaviarschmuggel boomt. Es droht eine ökologische Tragödie. Hier sind die wichtigsten Lachsbestände der Welt. Wenn wir den Reichtum in Kamtschatka verlieren, ist das Überleben von den Lachsen weltweit gefährdet. Der rote Lachskaviar ist eine begehrte Delikatesse. Die Nachfrage auf den Märkten in Asien und Europa schier unersättlich. Petropawlowsk ist die Hauptstadt Kamtschatkas. 350.000 Einwohner leben hier. Fast die gesamte Bevölkerung der Halbinsel. Ein Großteil von ihnen lebt direkt oder indirekt vom Handel mit Kaviar. Das Gewerbe in den Seitenstraßen blüht. Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Not und die Hoffnung auf das schnelle Geld treiben immer mehr in illegale Geschäfte. Hier macht sich keiner die Mühe, den Kaviar-Schwarzmarkt zu verbergen. Als Lehrerin habe ich 50 Dollar verdient. Jetzt sind es ungefähr 1000 Dollar im Monat. Wildern ist ein sehr profitables Geschäft. Wilderer zahlen keine Steuern, keine Sozialabgaben. Allerdings muss man auch sehen, dass sie nur am Kaviar interessiert sind. Die restlichen Fische im Netz werden einfach weggeworfen. Und für die Umwelt ist das natürlich schlecht. Doch wen interessiert hier schon die Umwelt? Auch auf dem Wochenmarkt von Petropawlowsk ist Kaviar das große Geschäft. Bis zu 25 Dollar kostet das Kilo, die Hälfte eines durchschnittlichen Monatslohns. Im fernen Moskau bezahlt man dafür bereits 80 Dollar. Jeder kennt hier Leute, die im illegalen Kaviargeschäft tätig sind. So ist das an einem Ort, wo einerseits die Lachsbestände unerschöpflich scheinen und die Armut so groß ist, sagt einer der Händler. Schuld am illegalen Handel seien die niedrigen Fangquoten der Regierung. Und er überrascht mit einem Bekenntnis. Ich bin selber ein Wilderer. Daran ist doch nur die Regierung schuld. Wenn es mit der Wirtschaft aufwärts ginge, würde das auch die Wilderei beenden. Nur wenige Firmen erhalten von Moskau Lizenzen zum Fischfang. Sie verdienen Millionen. Die Lizenzvergabe ist aber ein undurchsichtiges Spiel und es gibt Gerüchte, dass Fangquoten manipuliert werden.
Der rote Kaviar ist Kamtschatkas einziger Exportschlager. Daher wird aus der Natur so viel wie möglich herausgeholt. Japan ist der Hauptabnehmer. Experten werden eigens nach Kamtschatka geflogen, um zu zeigen, wie man Kaviar in Japan am liebsten isst. Legal werden in Petropawlowsk nur wenige reich. Umso mehr überraschen Stadtviertel mit Neubauvillen und Luxuslimousinen. Hier ist viel Geld im Umlauf. Geld, das vor allem mit dem Kaviarschmuggel verdient wird, sagt die Fischereipolizei. Eine Patrouille macht Jagd auf Wilderer. Jahr für Jahr gibt es mehr davon, werden mehr Lachse getötet. Bislang hatte die Polizei allerdings nur geringe Erfolge. Meistens entkamen die Wilderer. Das soll sich nun ändern. Oleg Pustovic ist Biologe von der Moskauer Staatsuniversität. In Kamtschatka arbeitet er für eine amerikanische Umweltorganisation. Seine Aufgabe? Die Rettung der Lachse. Dafür wird er künftig eng mit der Fischereipolizei zusammenarbeiten. Sonst droht der Fischart bald das Aus. Kamtschatka ist das letzte bedeutende Reservat für Lachse in der Welt. Nur hier leben alle 6 Wildlachsarten. Vor der Küste beginnen sie bald mit der Erdölförderung. Und zurzeit wird eine Gaspipeline gebaut. Die Menschen zerstören hier immer mehr die Natur. Wenn wir dagegen nicht kämpfen, wird es in naher Zukunft zu einer ökologischen Krise kommen. Im Hauptquartier der Umweltorganisation hat man sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Der finanzschwachen Fischereipolizei werden teure Hubschrauberkontrollflüge bezahlt. Und es lohnt sich. Letztes Jahr gelangte man so in unzugängliche Gebiete mit reichen Lachsvorkommen und legte einer gut organisierten Wildererbande das Handwerk. Morgen soll es wieder einen solchen Einsatz geben. Oleg Pustovic macht sich auf den Weg, um die Pläne mit der Fischereipolizei zu besprechen. Ein Biologe Seite an Seite mit der paramilitärischen Sondereinheit der Fischereipolizei. Eine ungewöhnliche Allianz. Aber extreme Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen, meinen Oleg und die anderen Umweltschützer. Am nächsten Morgen treffen wir Igor Sebuta wieder, den Leiter der Eliteeinheit. Seit 20 Jahren ist er dabei. In letzter Zeit sei es immer schlimmer geworden mit der Wilderei, sagt er. Heute soll es in Richtung Westküste gehen. Wir fliegen in ein Gebiet, wo es keine kleinen Gruppen gibt. Dort arbeiten ausschließlich Wilderer im großen und organisierten Stil. Drahtzieher ist vermutlich eine international agierende Kaviar-Mafia. Die sorgen dafür, dass der Kaviar sofort auf den internationalen Markt gelangt. Angefangen mit Japan, Korea und den Nachbarländern. Dann geht's in Richtung Moskau, das restliche Russland und auch nach Europa. Inzwischen schätzen Experten den Erlös aus dem Kaviarschmuggel auf jährlich 1 Milliarde Dollar. Eine ungeheure Summe. Daher ist es sehr gefährlich, diesen Banden das Handwerk zu legen. Aber es bleibt keine Wahl. Vor wenigen Wochen waren die Männer bereits im Westen der Halbinsel. Noch immer soll es dort 15 Wilderer-Camps geben. Die alten Transporthubschrauber stammen noch aus Sowjetzeiten. Vor 2 Tagen ist so einer ganz in der Nähe abgestürzt. An Bord war der Gouverneur von Sachalin und 20 weitere Personen.
Doch die Männer scheint dieser Unfall nicht zu beunruhigen. Sie laden Vorräte für mehrere Tage ein. Wenn sich das Wetter plötzlich verschlechtert, können die Polizisten bis zu einer Woche in der Wildnis festsitzen. Knapp 2 Stunden dauert der Flug über eine unberührte Landschaft. Aber jetzt ist höchste Aufmerksamkeit verlangt. Mit ihren Blicken durchkämmen die Männer die dichten Wälder nach Wilderern. Entlang eines großen Flusses wird plötzlich ein Camp entdeckt. Igor Sebota gibt dem Piloten den Befehl zur Landung. Jetzt muss alles sehr schnell gehen. Denn die Wilderer haben sicherlich den Hubschrauber gehört und sind alarmiert. Bleib zurück, ruft er. Noch ist nicht sicher, ob die Wilderer bewaffnet sind. Die Männer teilen sich auf. Trampelpfade führen in alle möglichen Richtungen. Auf welchem fliehen die Wilderer? Wo geht es zum Camp? Und wo ist der wertvolle Kaviar versteckt? Wir haben das Zelt jetzt gefunden, Pascha. Sehr gut, dann suchen wir den Kaviar. Pascha, suche auch ihre Netze am Flussufer. Das ist sehr wenig Kaviar, aber er ist frisch, wahrscheinlich von gestern oder heute Morgen. Der Kaviar wurde auf Sieben und einer Kochsalzlösung gereinigt, anschließend mit Salz behandelt, um ihn zu konservieren. Trotzdem muss er innerhalb weniger Tage abtransportiert werden. Die Wilderer müssen alles gut organisiert haben. Es leben Leute in diesem Camp und sie haben 100 bis 500 Kilo Kaviar aus den Lachsen rausgeholt, der sofort abtransportiert wurde. Die Wilderer wurden von der Razzia offenbar völlig überrascht. Hier haben wir 3 Matratzen, 3 Schlafsäcke. Valeria, geh mal zur Seite. Dort 2 verschiedene Paar Turnschuhe. Und der eine, der entkommen ist, hat wohl seine Schuhe an. 200 Meter von hier ist eine Straße. Da wurde der Kaviar weggebracht. Und es sollte wohl noch sehr viel mehr Kaviar produziert werden. Das Salz zur Konservierung hätte noch für hunderte Kilos gereicht. Werft alles ins Feuer. Ein paar Nahrungsmittel und das Zelt. Mehr lassen sie dem geflohenen Wilderer nicht. Er könnte in dieser Wildnis sonst kaum überleben. Der beschlagnahmte Kaviar wird nach jedem Einsatz an eine staatliche Firma verkauft. Der Erlös ist Regierungseigentum. Wenige Minuten später fliegen wir zum nächsten Einsatzort. Igor Sebota ist unzufrieden. Der Wilderer konnte fliehen und es wurde zu wenig Kaviar sichergestellt. Er beschließt, die Flugroute zu ändern. An diesem Fluss soll es mehrere große Wilderer-Camps geben. Der Hubschrauber landet auf einer Sandbank mitten im Fluss. Mit einem Schlauchboot wird ein Vorauskommando die Gegend erkunden. Am Ufer ein veränderter Lachs, vermutlich von einem Bären getötet. Da der Lachs noch nicht geleicht hatte, legen die Männer die Fischeier vorsichtig ins Wasser. So hat sich die Natur die Verwendung von Kaviar vorgestellt. Kaum ist das Schlauchboot unterwegs, ein Funkspruch. Wenige Flussbiegungen weiter sei ein Camp mit Wilderern. Igor Sebota hastet los.
Valeria, schau, ob dort verfaulter Fisch liegt. Die Wildere sind gerade eben geflohen. Ihre Spuren sind noch frisch. Aber der Weg durch das unwegsame Dickicht kostet wertvolle Zeit. Die waren heute aktiv, bis vorhin. Sie haben weibliche Lachse gefangen. Das gesamte Flussufer ist mit toten Lachsen übersät. Alles wurde von den Wilderern stehen und liegen gelassen. Es hängt ein stechender Geruch nach verfaultem Fisch in der Luft. Es müssen tausende toter Lachse sein. Sind Sie den Fluss hinuntergeflogen? Flussaufwärts und dann müsst ihr nach rechts. Immer noch scheinen die Wilderer in der Nähe zu sein. Pascha, laufen Sie im Fluss, um Ihre Spur zu verwischen? Igor hat die Spur der Wilderer verloren. Ich schieße ins Wasser, damit er uns findet. Palni. Die Wilderer können nicht weit sein. Doch in diesem Gestrüpp ist es leicht, sich zu verstecken. Ihre Hütte hingegen ist schneller gefunden. Massiv gebaut und mit allem Lebensnotwendigen ausgestattet. Offensichtlich hatte man sich hier für einen längeren Zeitraum eingerichtet. Wir werden alles niederbrennen, aber passt auf, dass nichts explodiert. Ich kam von dort unten, also muss es noch einen anderen Weg geben. Und diesen Weg gilt es zu finden, denn irgendwo muss der Kaviar versteckt sein. Hundert Meter weiter dann eine Überraschung. Fast 1300 Kilogramm Kaviar. In Moskau hätte diese Menge einen Wert von über 100.000 Euro. In Japan oder Westeuropa ein Mehrfaches davon. Diese 27 Säcke Kaviar sind nicht alles. Da muss es noch mehr irgendwo geben. Offensichtlich haben sie sehr viel mehr produziert. Wir müssen also danach suchen. Vielleicht haben sie den restlichen Kaviar aber auch schon abtransportiert. Es muss eigentlich mehr geben, denn sie haben hier mindestens 20 Tage gearbeitet. Eher länger, wenn man die vielen toten Lachse am Flussufer sieht. Auch hinter der Hütte der Wilderer finden sich weitere Kaviarsäcke. Diese Mengen hätten nur per Hubschrauber abtransportiert werden können. Es handelt sich wahrscheinlich um eine groß angelegte Aktion der Kaviar-Mafia. Denn nur sie kann sich die teuren Helikopterflüge leisten. Achtung, da explodieren Patronen. Der Tag endete also doch noch erfolgreich für die Fischereipolizei. Es konnte eine ungewöhnlich große Menge Kaviar beschlagnahmt werden. Aber die Wilderer entkamen erneut. Es ist wie ein Katz-und-Maus-Spiel, sagt Igor Sebota später. Auch wenn Wilderer festgenommen werden, kommen sie meistens mit einer Verwarnung davon. An die Hintermänner kommt man schon gar nicht heran. Eigentlich ist es nicht schwer, Wilderer zu finden. Immer mehr Menschen werden durch die Armut in das illegale Geschäft getrieben. Nur eine Stunde außerhalb von Petropawlowsk, am Fluss Bistra, sind sie überall aktiv. Aber die meisten versuchen hier nur, ihr karges Einkommen aufzubessern. Ein kleines Schlauchboot und ein Netz ist alles, was man dazu braucht. Kein Vergleich mit den groß angelegten Aktionen vom Vortag. Trotzdem ist der Schaden, den sie für das Ökosystem anrichten, auch hier groß. Die Vielzahl der Wilderer ist das Problem.
denen gehen nicht nur die weiblichen Fische mit ihrem Kaviar ins Netz, sondern alle Fische. Immer mehr Flüsse werden so leer gefischt. Diese drei sind Automechaniker. Ihren Lebensunterhalt können sie nur mit Kaviar verdienen. Viele Leute hängen in der Wilderei mit drin. Im Grunde genommen lebt ganz Petropawlowsk davon. Es wäre schön, einige Tonnen Kaviar zu kriegen. Aber es gibt hier nicht mehr so viel Fisch, daher hoffen wir zumindest 40 Kilo zu fahren. Doch auch das bedeutet fast 100 tote Lachse. 2 Kilometer flussabwärts soll es noch ein größeres Camp mit Wilderern geben. Und tatsächlich finden wir ein Camp. Doch es sind keine Wilderer. Uniformierte mit Waffen und Hunden laufen herum. Wie sich herausstellt, handelt es sich um eine Lachszucht der Fischereipolizei. Wir warten hier, bis die Lachse alt genug sind, um zu laichen. Dann transportieren wir sie in die großen staatlichen Zuchtstationen. Aber der Verdacht liegt nahe, dass hier auch in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Vor allem als Andrei, der von uns vorher interviewte Wilderer, erscheint und freundschaftlich begrüßt wird. Bleibt ein wenig hier, dann zeige ich euch richtige Wilderer. Ich bin Inspektor. Im Moment habe ich frei. Seriös kommt uns der Fischereipolizist trotzdem nicht vor. Am gegenüberliegenden Ufer scheinen sogar Wilderer in Sichtweite des Camps aktiv zu sein. Als sie uns bemerken, hören sie sofort auf. Doch kaum 5 Minuten, nachdem wir das Lager verlassen haben, werfen sie vor den Augen der Fischereipolizei ihre Netze aus. Korruption ist offensichtlich ein großes Problem im Kampf gegen Wilderer. Denn alle leben unter gleich schwierigen Bedingungen. Da ist die Verführung groß, ein Auge zuzudrücken und die Hand aufzuhalten. Dies bestätigt der Fernsehjournalist Pavel Winskowski, der seit 20 Jahren über die Fischerei in Kamtschatka berichtet. Früher hatte die Fischereipolizei die Aufgabe, den Artenreichtum in Kamtschatka zu schützen. Sie betrieben einige Lachszuchten. Jetzt ist das Problem, dass sie sehr wichtig sind, aber der Staat ihnen nur geringe Löhne zahlt. Viele von ihnen sind ehrlich. Aber einige kommen mit Wilderern in Kontakt. Sie decken sie und bekommen dafür einen Anteil. Auch Igor Sepota gibt zu, dass Korruption unter seinen Kollegen ein Problem ist. Ich kann nicht abstreiten, dass einige Inspektoren mit dem Kaviar Geld verdienen. Sie sind keine Wilderer, aber einige erliegen der Verführung, beschlagnahmten Kaviar unter der Hand zu verkaufen. Aber ich kenne keinen Fall, wo sie selber gewildert haben. Korruption ist nicht die einzige Schwachstelle im Kampf gegen die Wilderer. Die staatliche Gasfirma baut derzeit eine Pipeline quer durch die Halbinsel. Eine parallele Versorgungsstraße öffnet den Wilderern bislang unzugängliche Laichplätze. Im Firmensitz ist man stolz auf das Großprojekt, auch wenn die Durchquerung hunderter von Lachsflüssen enorme Schäden anrichtet. Es gibt Probleme, das will ich gar nicht bestreiten. Aber unsere Experten haben alle möglichen Schäden berücksichtigt. Wir haben mit Wissenschaftlern bei der Planung der Pipeline zusammengearbeitet. Und wir werden für Schäden an der Natur aufkommen. Umweltexperten widersprechen. Die Schäden seien irreparabel und die Wilderer hätten freie Fahrt.
Mir fällt nichts ein, was Gazprom jemals unternommen hätte, um die Natur zu schützen. Sie versprechen, nach dem Bauende zu handeln. Doch dann ist es zu spät. Wir brauchen jetzt Wachposten, um zu verhindern, dass Wilderer die Versorgungsstraße der Pipeline benutzen. Sonst kommt es zu einer Katastrophe. Kamtschatkas Zukunft steht auf Messerschneide. Natur- und Bodenschätze sollen ausgebeutet werden, damit es den Menschen besser geht. Doch viele fürchten, dass der damit eintretende Boom in 15 Jahren vorbei und die Natur dann unwiederbringlich zerstört sei. In diesem Nationalpark arbeitet seit 5 Jahren die Biologin Lyudmila Jukova. Leidenschaftlich fordert sie, Fehler, die in anderen Teilen Russlands begangen wurden, nicht zu wiederholen. Kamtschatkas Zukunft kann nur im Ökotourismus liegen, nicht in der industriellen Entwicklung. Die UNO und Umweltorganisationen finanzieren derzeit mit Millionenaufwand solche Naturschutzprojekte. Die Zeit drängt. Die Alternativen für Kamtschatka sind tragisch. Erdölförderung vor der Küste, Goldabbau. Aber die meisten Menschen, die hier leben, sind für Tourismus. Denn wir wollen unser Land so bewahren, wie es ist. Wissenschaftler aus aller Welt kommen derzeit nach Kamtschatka, um Alarm zu schlagen. Denn die Zerstörung intakter Umweltsysteme hat, wie man mittlerweile weiß, globale Auswirkungen. Seit 2 Jahren wird am Fluss Kohl das komplexe Ökosystem der Wildlachse erforscht. Ihre Ausrottung wäre ein unwiederbringlicher Verlust. Für die Wissenschaft heißt das, wir würden das Wissen verlieren, das wir benötigen, um die Lebensräume für Lachse in Nordamerika, Skandinavien und Europa wiederherzustellen. Denn mit den Wildlachsen würden auch deren genetische Informationen für immer verloren gehen. Die bräuchte man aber, um sie beispielsweise wieder in Europa heimisch zu machen. Es ist höchste Zeit, ein Zeichen zu setzen. Den Menschen in Kamtschatka muss geholfen werden, ihren Reichtum zu bewahren. Nur so können wir lernen, wie diese Vielzahl von Fischen diese einzigartigen und komplexen Flusssysteme nutzen. Diese Erkenntnisse nehmen wir dann, um sie in unseren Flüssen wieder anzusiedeln. Der Kampf um das Naturparadies Kamtschatka ist daher ein Kampf um die Vielfalt der Natur auf der ganzen Erde.